Guten Nachmittag. Ich melde mich trotzdem nochmal, weil, nee, ich sag's gleich. Ich habe mich bei der ganzen Frage, bei der ganzen Sache wieder, ja, darum gekümmert, warum lügen denn die? Die Antwort werden wir gleich geben können. Und ich sage gleich, worum es geht. Lehnt euch zurück, einfach zuhören. Ihr müsst nicht mitlesen, es wäre ein bisschen zu spannend. Was ist eine Lüge? Nehmen wir doch den klugen Teil Wikipedias. Naja. Nicht gleich loskommentieren. Ich weiß selber, was Wikipedia ist. Aber trotzdem. Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen. Zum Beispiel, um einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu verdecken und so Kritik oder Strafe zu entgehen. Lassen wir mal diese Strafe und die verbotene Handlung weg. Und nochmal den Satz. Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen. Zum Beispiel, um einen Fehler zu verdecken und so Kritik zu entgehen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Wie kam ich drauf? Ab und zu gucke ich nach. Hat sich was Neues getan? Habe ich neue Bewertungen bekommen? Das ist ja hier die Kindle-Ausgabe. Und da habe ich, auf der anderen habe ich ein paar 30 und hier habe ich nur 10 Sterne Bewertungen gehabt. Und oh, die sind ja zurückgegangen. Warum? Es gibt auch tatsächlich Leute, die trauen sich nicht und die schreiben auch keinen Text. Aber hier haben wir einen. Der ist wirklich toll. Und zwar, warum das grün ist, das liegt daran, dass ich das hier im Browser so entsprechend gekennzeichnet habe. Wie gesagt, das alles so vorzulesen wäre ein bisschen, ja, für den, der mitlesen will, dann doch ein bisschen spannend. Ich habe das nämlich dann alles mal schnell zusammen, hier runtergeladen und kopiert und so weiter und so fort und dann mal ein bisschen angestrichen, worum es geht. Aber zuvor noch mal ganz kurz ein Teil aus meinem Buch, weil darauf bezieht sich die Rezension und ich glaube, das hat wehgetan. Nach Dialekt gehörte Trapsen bzw. getroffene Hunde bellen. Ich schrieb vor der Überschrift, betrachten Sie Veganer doch mal genauer in Hinsicht auf deren Bildung und ihr Gehabe. Ist es etwa nicht so, dass diese Leute ihren Veganismus nur vor sich hertragen, damit man ihre Unbildung und Blödheit nicht sehen soll? Woran erkennt man einen Loser? Entweder daran, dass er sich hinter angeblich guter Einstellung, also nicht hinter Taten, hinter Einstellung versteckt oder daran, dass er es dir direkt sagt. Mittlerweile gibt es so viele Ungebildete und Blöde, dass die schon damit auftrumpfen, etwas nicht zu wissen. Sie geben aber ihre Blödheit nicht direkt zu, sondern fragen überaus fordernd, wie jetzt? Erklärt man es nochmals einfacher, was man meint, kommt ein überhebliches und gedehntes Ach so, und es klingt wie, sag doch gleich, was du sagen willst. Das Muster des Versteckens ist in solchen Fällen zwar das gleiche, aber hat aber eine andere Ausdrucksweise. Das Ach so soll ausdrücken, ich weiß alles, nur bist du zu blöd, es richtig zu sagen. Die Steigerung von allem ist aber, offen zuzugeben, dass man sich für nichts interessiert und nichts weiß. Das sei doch nicht lebenswichtig, hört man auch, wobei es oft um ganz einfaches Grundwissen geht. Im nächsten Moment sind diese Typen aber wieder obenauf, zumindest mit dem Mund. Klar, denn unter ihresgleichen ist Unbildung keine Schande. Die Idiokratie marschiert immer strammer und überheblicher, nicht selbstbewusster, denn wenn Sie sich Ihrer Blödheit bewusst wären, bügen Sie viel kleinere Brötchen. Ich erkläre solchen Leuten schon lange nichts mehr. Wozu auch? Naja, zur Kundenrezension. Sehen wir es mal alles unter diesem Stern. Ich habe es, wie gesagt, rauskopiert und ein bisschen angestrichen und farblich so markiert. Kundenrezension, ein Schüler. Ich weiß nicht, ja, es könnte ein Schüler sein. Aber kommen wir zum Einzelnen. Finger weg. Aha, der Weg. Ja, es könnte ein Schüler sein. Finger weg von diesem Buch soll es heißen, es ist gefährlich. Die Rezension stammt vom 21. Dezember. Ich habe es aber heute erst entdeckt. Ich gucke allerdings auch nicht jeden Tag nach und über Weihnachten habe ich überhaupt nichts geguckt. So, lieber Lesende, na, wollte da einer gendern? Wie der Autor wende auch ich mich an Sie. Das schafft eine Verbindung zwischen uns, ganz unbewusst. Das baut Vertrauen auf. Und hilft Ihnen auch, meinen Argumenten mehr Glauben zu schenken. Ich muss Ihnen gleich zu Beginn sagen, dass ich Schopenhauer, ja, deutet auch auf den Schüler hin,
nicht gelesen habe. Sie können mir das verzeihen. Das setzt er voraus. Jetzt kommt's. Dafür habe ich am Unterricht des Autors teilgenommen. Naja. Also solche dämlichen Schüler hatte ich eigentlich nicht. Beziehungsweise, naja, wenn, dann haben sie sich gut versteckt oder sie wurden in den letzten 2,5 Jahren verblödet. Naja, gut. Kann aber auch ein Lehrerkollege sein. Die können ja mittlerweile auch nicht mehr so richtig schreiben. Und der hat einfach mal hinten im Unterricht mit dabei gesessen. Gut, also, dafür habe ich am Unterricht des Autors teilgenommen. Deshalb halte ich mich gerade für qualifiziert genug, um dieses Buch zu rezensieren. Und ich muss sagen, wer ein Buch voller falscher Fakten und Belege sucht, voller kruder Verschwörungserzählungen und persönlichen Fäden, wird hier fündig. Persönlicher Fäden. Naja, könnte ein Schüler sein. Aber auch wer ein Buch voller Wortwitz, skurriler Bilder und Metaphern sucht, wird hier fündig. Jedoch würde ich dieses Buch keiner anderen Person empfehlen, weil es sehr gefährlich ist. Doch ein Schüler? Na, der schreibt sich dann warm. Das Rote, das habe ich immer angestrichen, weil es zumindest Zweifel hat, wenn nicht gar gelogen ist. Aber warum lügen die? Wir kommen gleich drauf. Ein verbitterter Mann, also das soll ich sein, schreibt aus seinem Leben und erzählt, wer ihm Unrecht getan hat. Nö, das nicht. Ich habe mächtig gelacht. Oftmals. Beziehungsweise auch gesagt, Achtung, Vorsicht, ich hätte es besser gemacht, aber naja. Oder wer ihn unterschätzt hat. Nee, unterschätzt hat mich niemand, das weiß ich ganz genau. Natürlich will der Autor nicht arrogant klingen. Auch Neid hat er in seinem Leben noch nie verspürt, so schreibt er. Dieses so schreibt er ist eine kluge Formulierung, so ungefähr wie, der lügt ja, aber es hat es so geschrieben. Nee, zum Thema Neid habe ich, glaube ich, auch was dazu geschrieben im Buch. Woher das kommt, naja. Aber jedes Kapitel trieft vor persönlichen Verletzungen, die es in Worten zu verarbeiten gilt. Galt müsste es heißen, naja, habe ich nicht gesehen. Alle sind dumm, selbst schuld an ihrer Misere. Nur einer ist es nicht, der Autor. Zweifelhaft. Wie der darauf kommt, jetzt auf das Graue, wundert mich. Naja, sein Leben läuft super. Die Frau, um die ihn alle beneiden, boah, steht nirgendwo im Buch. Ein Haus mit Pool steht auch nicht im Buch. Und überhaupt seine Art, als Lehrer an einer Schule zu unterrichten. Seine selbstlose Art. Er ist ein ehrlicher Arbeiter, hat sich alles selbst aufgebaut. Ja, das Letzte hätte ich nicht anstreichen müssen. Habe ich. Ja, gut, lassen wir's, das ist auch nicht so wichtig. Wer will, kann sich das ja am Computer angucken. Ich mache das ja hier langsam weiter. Sie scheinen, also die anderen, die Bösen, die Doofen, sie scheinen der Abgrund der Gesellschaft zu sein, um Gottes Willen. Aber dadurch mit dem Scheinen zu sein, ne, habe ich es wohl doch nicht so geschrieben. Naja, aber es sind all jene, die nicht in sein Weltbild passen. Alle, die liberale Werte haben, ausgerechnet. Alle, die nicht dem Lebensstil des letzten Jahrtausends folgen, Jahrtausends sogar, das ist schlau. Also das ist ja wirklich überalt, überholt und althergekommen. Alle, die nicht dem Lebensstil des letzten Jahrtausends folgen, sind schlecht. Und dann wird gleich aufgezählt, Schwule, Lesben, Veganer, Menschen mit Brillen und Bärten. Die Liste ist lang, bietet aber nur wenig. Naja, außen kruden Erklärung. Krude hätte ich wohl anstreichen sollen. Das deutet auf einiges hin. Jetzt kommt ein Zitat, ein angebliches. Und da geht die Lügerei wirklich los. Man darf nicht zitieren, wenn sowas nicht drinsteht. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Das ist ein Aufforderungssatz, den hätte ich, wenn dann auch, mit Ausrufezeichen geschrieben. Also doch ein Schüler. Das einzige Wort, was ich gefunden habe, ist bilden. Aber das hat was mit anderen Wortsinne teilweise zu tun. Aber nicht diesen zitierten Satz. Naja, gut. Man merkt richtig, es trieft der Hass. Aber das macht nichts. Zumal der Autor oft betont, dass es nicht nötig ist, Ausnahmen zu erwähnen. Natürlich. Ich habe gesagt, meistens ist es so. Da müssen wir jetzt nicht auf Ausnahmen eingehen und uns dafür entschuldigen. Ja. Aber sie wären für die Meinungsbildung sicher hilfreich gewesen. Ach so. Also wenn es immer so ist und nur eine Ausnahme da ist, dann gilt es nicht. Naja,
Rhetorische Fragen werden nur von Dummen gestellt, schreibt der Autor. Und das ist auch gelogen, das habe ich nicht geschrieben. In einem ganzen Absatz wird behauptet, dass nur diejenigen, die keine Ahnung haben und dies verbergen wollen, Rhetorik verwenden. Nein, falsch, nicht nur diejenigen. Rhetorik kann man verwenden, das ist die Kunst der Rede. Aber diejenigen, die keine Ahnung haben und ein bisschen blöd sind, die verstecken sich gerne hinter Rhetorik. Sie üben sich gerne in Rhetorik. Das habe ich geschrieben. Es kommt wieder ein falsches Zitat. Ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, was das bedeutet. Steht nirgends. Der Autor spielt auch damit, einmal unterrichtet zu haben. Nee, der spielt nicht damit. Ich habe ja nun einen staatlichen Abschluss als Lehrer. Aber ist er überhaupt ein richtiger Lehrer? Fluglehrer, Ingenieur, Autor, YouTuber, er ist ein Tausendsasser. Warum habe ich das Grün angestrichen? Weil Grün ist die Farbe des Neides. Er kann alles. Ein bisschen? Ja, natürlich. Ja, sage ich ja auch. Ich kann nicht alles. Ich kann von allem ein kleines bisschen, ja, das kann sein. Aber nicht, auch nicht von allem. Gut, aber ne, da trieft es richtig raus. Wunderbar. Ja, na was denn nun? Außerdem spielt er hier, wie auch auf YouTube, mit der Tatsache, dass er ein Lehrer war oder ist. Naja, Quatsch. So, er verbreitet, jetzt werde ich dann so richtig auf die Schippe genommen, denn Lehrer sagen immer, was ist. Sie sind neutral, stützen sich auf Fakten und haben keine eigene Meinung in ihrem Unterricht. Ach so, das soll jetzt praktisch den Leser hier mit, oder Leserin, mit ins Boot holen, ne? Weil doch Lehrer immer böse sind. Ja gut. So, und jetzt kommt wieder so eine dicke Lüge, aber wie der Autor selbst sagt, Glauben ist besser als Wissen. Ey, genau umgekehrt. Ich weiß lieber, dann muss ich nicht glauben. Ne? Das ist mein Credo. Und das ist eine weitere Schwäche des Buches. Alles hängt mit allem zusammen. Ja klar, wenn man es erkennt, dann schon. Wo es keine Zusammenhänge gibt, werden sie an den Haaren herbeigezogen. Kausalität und Korrelation werden oft verwechselt. Ich hoffe, dass der überhaupt weiß, was es ist. Naja. So, und jetzt wird schon wieder neidischer. Pardon. Allerdings hatte ich oft den Eindruck, dass das Wissen über viele Themen, die im Buch angeschnitten werden, gering ist und nicht immer ein Zusammenhang erkennbar ist. Aha. Ja, klar. Ja, wenn er es nicht erkennt, tja, was will man da machen, ne? Ich kann nicht jedem helfen. Überhaupt gibt es inhaltliche Sprünge. Naja, inhaltliche Sprünge. Ja, dafür gibt es ja auch Überschriften. 1 und 1 macht nicht immer 2. Ah, kennen wir das nicht? Wenn einer nicht mehr produziert, dann ist er nicht zwangsläufig pleite, oder wie war das? Zum Thema Quark hat der Autor allerdings interessante Ansichten, die in seiner Familie seit Generationen weitergegeben werden. Wieder komplett gelogen, da will doch einer was Böses. Aber ist kein Problem. Er schafft es, die Lesenden an der Nase herumzuführen. Ja. Wenn man das so sehen will, ja. Donnerwetter, danke fürs Kompliment. Neidisch, oder was? Sieht man hier nicht unbedingt. Na gut. Auch wenn er höchst ironisch schreibt, früher war alles besser. Nein, habe ich nicht mal ironisch geschrieben. Sondern ich habe gesagt, lieber Leser, jetzt könnte es sein, dass Sie denken, jetzt kommt der Köhler wieder mit, früher war alles besser. Und so weiter. Also, aber wir kommen gleich zu dem Thema, warum lügen die Typen? Es werden Ängste heraufbeschworen, die es nicht gibt. Also in meinem Buch. Lügen werden als Tatsachen verkauft. Aha. Verschwörungserzählungen werden geäußert. Ah, jetzt sind wir da. Grün ist zwar Neid, aber auch, in diesem Fall habe ich es wohl mal positiv gemeint. Letztlich ist es ein Buch für Querdenker. Ja, da haben wir ihn. Da ist er. Gut. Das Gute daran ist, dass für jeden etwas dabei ist. Jetzt wollte er doch lieb sein und gendern. Alles klar, wo der herkommt, ist schon klar. Aber warum lügen die? Da kommen wir gleich drauf. Von der Corona-Lüge, gegebenenfalls über die Diktatur, habe ich nicht angesprochen, bis hin zur Verschwörung der Medien. Nö, ich habe bloß geschrieben, dass die lügen. Der populistische Aspekt sollte nicht vergessen werden. Es wird eine Antwort auf alles versprochen. Bildung ist der Schlüssel. Ja, da hätte ich hier einen Doppelpunkt gesetzt. Ich verspreche nicht, sondern ich sage, das ist meine Art der Lösung. Ja, Bildung ist der Schlüssel. Er stimmt sogar zu, dass Bildung wichtig ist. Haha. Aber so wie hier argumentiert wird, habe ich viele Fragen. Ja, was denn nun?
Ah ja, das ist ja so eine neumodische Art auszudrücken, dass das alles nicht stimmt. Jetzt kommt's. Er ist der Einzige, der, so scheint es, die Wahrheit sieht und eine Antwort geben kann. Ja, klar. Wenn er selber keine hat. Ach ja, stimmt, er hat ja viele Fragen. So, und jetzt. Eine Schule zu gründen ist notwendig. Und jetzt kommt's wirklich dicke. Um junge Menschen indoktrinieren zu können. Denn die Schule soll ideologisch sein. Das ist wirklich stark. Ja, klar, und jetzt spricht wieder Neid. Und ich bin froh, dass daraus, in Klammern vorerst, nichts wird. Denn ich halte es für gefährlich. Jetzt kommt wieder was Lustiges. Zum Schluss noch eine Kapitelempfehlung. Also von diesem Schüler. Woran erkennt man einen Loser? Was war das? Woran erkennt man's? Er sagt's dir, Mensch. Ist doch ganz einfach. Ist das nicht eine schicke Rezension? Mittlerweile, liebe Zuhörer, Sie haben es ja selber schon gesehen. Ich bin da nicht mehr so, dass ich auf jeden Scheiß eingehe. Aber manchmal sage ich mir auch, schlechte Werbung ist besser als keine Werbung. Und in diesem Fall, woher kommt das? Gehen wir nochmal zurück zur Lüge. Na, die Lüge. Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, zum Beispiel um einen Fehler zu verdecken und so Kritik oder Strafe zu entgehen. Alles klar? Da habe ich doch wirklich mal einen getroffenen Hund vorgefunden und der hat dann aber jetzt richtig dolle gebellt. Aber warum lügt er? Um seine eigene Blödheit irgendwie zu kaschieren. Beziehungsweise, weil er sonst nicht schlafen könnte. Und sich immer wieder eingestehen müsste, dass er doof ist. Nicht doof, blöd, verblödet. Einverstanden? Und das ist doch das Schicke daran. Weiter so. Her damit. Ich brauche noch mehr von solchen Leuten. Ich brauche noch mehr solche. Wenn ich an Bhaktis Buch oder an. Ach, da gibt es doch so viele kritische Bücher. Wunderbar, wie die sich dann auslassen, die getroffenen Hunde, die wie sie bellen. Aber naja, ich denke, warum lügen sie? Ganz einfach. Sie wollen sich auf diese Art auch irgendwie verstecken und vor sich selber rechtfertigen. Aber eher, sie wissen ganz genau, dass sie lügen, um sich vor Entdecken irgendwie zu schützen, vor Aufdecken, wie blöd sie sind. Wunderbar. Hat mir Spaß gegeben, wirklich, auch das alles anzustreichen. Da dachte ich, Mensch, herrlich, wie trieft doch der Hass. Und das ist es. Wie war das? Man bekommt doch die einen geschenkt und die anderen. Die muss man sich erarbeiten. Naja, ich will es nicht weiter ausführen. Ich sage jetzt eins einfach nochmal, sicherheitshalber alle guten Wünsche. Es sei denn, es kommen noch ein paar schöne, wirklich, also bemerkenswerte, nicht schöne unbedingt, aber bemerkenswerte Anlässe für Beiträge. Denn ich habe ja dieses Jahr eigentlich vorgehabt, noch genau den 100. zu Silvester zu machen. Vielleicht wird das auch noch. Aber naja. Alle guten Wünsche, sicherheitshalber, für den Jahreswechsel und ein besseres neues Jahr. Und Leute, macht was. Bildung hilft, sieht man. Sieht man immer wieder. Da muss man auch nicht lügen, wenn man gebildet ist. Also, das war jetzt lang genug. Tschüss, tschüss.